Hallo, liebe Orbit-EntdeckerInnen. Geht es euch auch manchmal so, dass ihr vor lauter Newsseiten den Überblick verliert? Besonders wenn man im Bereich Linux und freie Software regelmäßig informiert sein will, gibt es doch viele, viele Seiten, die man sich immer wieder angucken müsste. Um das etwas übersichtlicher zu gestalten, kann man einen sogenannten Newsreader verwenden. Dieser Newsreader aggregiert diese ganzen Quellen in einem bestimmten Format und macht sie für dich lesbar. Das Ganze gibt es einerseits als Desktop-Apps, aber auch als Web-App, die du bei dir selbst im Self-Hosting betreiben kannst. Und wie das Ganze geht, das möchte ich dir in diesem Video genau erklären. Doch zunächst erstmal ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Format, in dem die News tatsächlich dann abgerufen werden können. Und zwar nennt sich das RSS. Ich gebe das einfach mal hier in Google ein und dann sagt mir die Wikipedia hier, RSS steht für Rich Site Summary. Das sind Dateiformate für Webfeeds. Das sagt mir natürlich auch nicht viel mehr, aber dieses Logo, das hast du bestimmt schon das ein oder andere Mal gesehen. Und das schauen wir uns jetzt hier bei unserer Webseite gnu-linux.ch. Das ist deine Haupt-News-Source für Linux-Infos und News zu freier Software. Neben linuxnews.de sind wir die größte deutschsprachige News-Community für freie Software. Und auch wir haben natürlich einen sogenannten RSS-Feed und den findest du ganz unten auf der Webseite etwas versteckt. Und da siehst du wieder dieses Symbol, was wir vorhin hier in Google auch schon gesehen haben. Ich klicke jetzt da mal drauf, vielleicht hast du das auch sogar schon mal gemacht und hast dann drauf geklickt und dann warst du vielleicht etwas verwirrt, was ist das hier, da hat sich jetzt irgendwas Komisches geöffnet und das ist sozusagen direkt dieser RSS-Feed. Der wird im XML-Dateiformat ausgeliefert und hat immer so einen bestimmten Aufbau. Und zwar steht hier zum Beispiel der Titel, der Link, die Sprache von der Webseite und dann stehen hier die einzelnen Artikel in einer Zusammenfassung drin. Dann gibt es noch Kategorien und so weiter und so fort. Und dieser Newsreader, der kann das jetzt übersichtlich für dich darstellen und diese verschiedenen Quellen zusammenführen. Und dazu möchten wir das Ganze bei uns zu Hause installieren und zwar im Self-Hosting. Ich möchte das Ganze aus dem Internet erreichbar machen, denn ich möchte meine News überall abrufen können natürlich. Ich muss mich jetzt hier einmal an meinem Router nochmal neu anmelden, denn im Router muss ich natürlich erstmal einige Einstellungen vornehmen. Und zwar habe ich hier einmal bei mir, das ist jetzt ein Zeix-Router, falls du eine Fritzbox oder eine ähnliche Lösung hast, kannst du das dort natürlich auch alles einrichten. Und zwar gibt es hier verschiedene Bereiche. Es gibt einmal den Bereich DNS. Da habe ich mir hier so eine sogenannte Dünn-DNS-Adresse eingerichtet bei dem Anbieter freedns.afraid.org. Den kann ich sehr empfehlen, den nutze ich selbst seit Jahren. Und diese Adresse heißt tuxvis.mu.com. Dann habe ich natürlich hier noch in den Netzwerkeinstellungen in den Bereichen NAT das Port Forwarding für HTTP und HTTPS eingerichtet. Das wäre hier Port 80 und Port 443. Und zwar werden die Anfragen auf die IP-Adresse von dieser VM hier, diese Maschine, das ist eine TuxVis VM, meine eigene Linux-Distribution, da werden die hin weitergeleitet. Und zwar kannst du die IP-Adresse mit Hostname minus groß i herausfinden und da sagt er mir hier schon 192.168.1.1.5.7. Das stimmt also. Also hier ist alles vorbereitet. Ich habe hier Port Forwarding eingerichtet, DynDNS eingerichtet. Wir sind auf jeden Fall startklar. Die Lösung, die ich dir heute zeigen möchte, die heißt MiniFlux und MiniFlux findest du hier auf der Webseite miniflux.app. Dort kannst du ein bisschen runterscrollen und da gibt es dann den Bereich Documentation. Das Ganze ist hier in Englisch, aber sehr einfach zu verstehen. Wie üblich möchten wir das Ganze in Docker machen, denn das bietet uns die absolute Flexibilität und macht es wirklich einfach zur Installation und zur Konfiguration. Wie das geht, wird hier in dem Bereich Docker Installation genau beschrieben. Hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, das Ganze mit Docker One zu machen. Das machen wir in der Regel nicht, denn wir möchten Docker Compose verwenden. Docker Compose arbeitet deklarativ und bietet viele, viele Vorteile. Dazu wird hier schon eine Docker Compose Datei angeboten. Wir schauen aber hier etwas weiter runter, denn hier steht, es gibt noch weitere Beispiele, wenn man zum Beispiel Traffic oder Caddy verwenden möchte.
Was das genau ist, das erkläre ich euch jetzt gleich auch. Ich klicke mal hier auf den Link, dann öffnet sich natürlich hier das Git-Repository von dem Projekt GitHub MiniFlux V2 und hier finde ich jetzt hier auch schon diese Dateien. Da gibt es einmal hier ein Caddy-File, ein README, Basic Caddy und Traffic. Caddy und Traffic sind beides sogenannte Reverse Proxies. Die stellen sich vor die eigentliche Applikation und stellen zum Beispiel die SSL-Zertifikate sicher. Also das Zertifikat, das wird dann von diesem Reverse Proxy bezogen, in der Regel über Let's Encrypt und dann kannst du dein System wirklich sicher auch aus dem Internet erreichbar machen. Wir entscheiden uns jetzt hier nicht für Traffic, sondern für die Lösung Caddy. Ich habe euch auch schon andere Reverse Proxies vorgestellt, wie zum Beispiel in meinem OwnCloud-Video den Nginx Proxy Manager. Schaut dir das unbedingt auch mal an. Wir wählen jetzt hier Caddy. Caddy ist bekannt eher aus dem Umfeld von dem Tomcat Application Server. Das ist so ein Java Application Server. Ist relativ unüblich, nicht so weit verbreitet, aber wirklich auch gut und sehr einfach einzurichten. Wir benötigen dazu eben diese zwei Dateien hier. Hier verwenden wir jetzt nur dieses Caddy-File und das Caddy-YAML. Das schauen wir uns mal an, klicken da drauf und sagen hier Download RAW. Dann hat er das jetzt hier im Hintergrund schon runtergeladen. Das gleiche mache ich mit dem Caddy-File und da sage ich auch wieder Download RAW. Jetzt muss ich natürlich hier Docker noch installieren. Das mache ich mit sudo apt-install docker.io und docker-compose. Ich entscheide mich jetzt in diesem Fall für die Docker-Variante direkt aus dem Debian-Repositories. Denn meine Linux-Distribution basiert auf Debian. In dem Fall nutze ich TuxWiz in der Stable-Variante. Das findest du auf spacefun.ch. Da kannst du das auch beziehen. Dann klickst du da auf TuxWiz und dann kannst du das runterladen. TuxWiz eignet sich halt super, weil es halt wirklich sehr, sehr stabil ist und für einen Server trotzdem noch eine minimale GUI-Datei mitbringt und dann macht das Ganze natürlich umso angenehmer. Jetzt installiert er hier Docker und dann müsste ich jetzt noch den Benutzer, mit dem ich jetzt hier arbeite, zur Docker-Gruppe wie üblich hinzufügen, usermod-a-g docker tux und dann user sudo. So, mit sudo natürlich, das ist ein Systembefehl, den kann ich nur mit Root-Rechten ausführen. Dann müsste ich mich ab und wieder anmelden. Das habe ich jetzt hier schon mal für euch gemacht. Und hier könnte ich mit ID jetzt sehen, dass ich in der Gruppe Docker drin bin. Als nächstes schauen wir mal hier in meinem Home-Ordner. Hat er jetzt hier ein Caddy-File, das Caddy-YAML. Und hier habe ich noch ein sogenanntes OPML-RSS-Feed abgelegt. Und dabei handelt es sich um eine Sammlung von verschiedenen Quellen von Linux-Newsseiten, die ich selber so abrufe. Denn das Ganze kann man auch wieder exportieren und importieren und damit arbeiten wir gleich. Das kann ich auch, wenn ihr daran Interesse habt, gerne mit euch teilen. Da sind schon ganz, ganz viele tolle Newsseiten auf Deutsch und Englisch mit drin. Wir machen jetzt also einen Ordner, mkdir miniflux. Und wir verschieben jetzt mal das Caddy-File nach MiniFlux und dann dieses Caddy-XML auch nach MiniFlux. Das hat aber noch eine Besonderheit, das schauen wir uns gleich nochmal an, was es damit auf sich hat. Denn wir möchten ja jetzt gleich Docker Compose verwenden. Also ich gehe jetzt hier in das Verzeichnis MiniFlux und jetzt kann ich hier in dem Caddy-File schon mal reinschauen. Ich mache das jetzt mal mit Nano, kann ich das auch machen oder mit VI, was dir da lieber ist. Und da sehe ich jetzt hier schon, hier muss ich erstmal meine URL angeben. Wie gesagt, ich verwende hier meine dyndns-Domain tuxwiz.mu.com und das hier passt, denn MiniFlux läuft hier unter MiniFlux auf Port 8080 auf dem Localhost. Ich sage jetzt Ctrl-O und Ctrl-X und das Ganze ist jetzt gespeichert. Dann gibt es hier noch diese Caddy-YAML und das ist eigentlich ein Docker-Compose-YAML. Die müssen wir uns nachher auch im Detail nochmal anschauen. Ich öffne die jetzt mal mit Nano, Caddy-YAML. Und hier können wir auch nochmal schauen, hier exportet er noch ein paar Ports und das ist der Caddy zum Beispiel, das ist eben dieser Reverse-Proxy. Dann kann ich hier sehen, aha, da wird das Caddy-File, nämlich in $pwd, also im Print Working Directory heißt das, das kann ich mal ausführen, pwd, dann zeigt er mir dieses Verzeichnis an, in dem ich jetzt gerade bin, home tux miniflux und dann caddy-file, was wir eben bearbeitet haben.
Dann gäbe es hier noch den Ordner.caddyData. Ich möchte aber, dass der nicht als Docker Volume irgendwo rumfliegt, sondern ich möchte das in meinem Home-Verzeichnis haben, also in dem Verzeichnis, wo er arbeitet. Da könnte ich jetzt auch wieder $pwd oder einfach .slash angeben, dann ist das Ganze auch erledigt. Hier sehe ich jetzt noch ein paar Sachen, und zwar den Database Connection String. Der verbindet sich da eben mit dem Secret, das heißt einfach Secret. Das könnte der bei Bedarf noch ändern. Und hier kann ich einen Default Admin festlegen. Das Ganze könnte ich auch in eine sogenannte .env-Datei auslagern. Ich gebe jetzt hier als Admin mal Spacefun als Passwort ein, und hier darf ich jetzt auch nochmal meine Base-URL angeben. Und da gebe ich jetzt natürlich auch wieder tuxvis.mu.com. Dann habe ich hier meine Datenbank, da ist das Secret. Falls du das Secret für die Datenbank ändern möchtest, dann müsstest du es hier einmal ändern und da oben im Connection String dann auch. Dann müsste das entsprechend gleich sein. Und hier ist jetzt auch nochmal ein Volume, und zwar das Datenbank-Volume. Da expose ich den Pfad auch wieder direkt in mein Verzeichnis .slash miniflux.db. Das hat den Vorteil, dass ich dann einfach dieses Verzeichnis miniflux, was ich vorhin angelegt habe, einfach archivieren kann, mir wegkopieren kann und auf irgendeinem anderen Server wieder neu starten kann. Und das Ganze läuft einfach und ich muss mir nicht mühselig diese Docker-Volumes irgendwo rauspuppen. Wenn ich das so mache, dann ist diese Angabe von den Volumes hier unten nicht mehr nötig. Ich könnte die dann hier rauslöschen. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, falls du die jetzt da noch drin lässt. Also das habe ich jetzt hier gemacht. Und das Ganze kann ich jetzt auch wieder mit Ctrl-O und Ctrl-X abspeichern. Und jetzt versuche ich das mal mit docker-compose ab, weil diese Version, die jetzt hier bei dieser Debian Stable Version dabei ist, die verwendet noch ein altes docker-compose. Und da ist docker-compose so geschrieben, und in den neueren Versionen wird docker-compose angegeben. Also wirklich wichtig für dich zur Info. Docker-compose ab, ich probiere das jetzt einfach mal, und da sagt er mir jetzt schon, ah, hier stimmt irgendwas nicht. Und das ist das, genau das, was ich euch eben sagen wollte. Wir haben das Ganze hier einfach reinkopiert, das heißt caddy.xml, und da kann dieses docker-compose gar nichts mit anfangen. Wir müssen das also wegmoven, move caddy.xml nach docker minus com, in YAML, nicht XML, compose.yaml, YML. In diesem Format muss das angegeben werden. Dann kann ich das Ganze nochmal probieren, docker compose ab. Und jetzt pullt er mir hier im Hintergrund schon die Images. Also das sind manchmal diese kleinen Fallstricke, die das Ganze insbesondere für EinsteigerInnen besonders schwierig machen. Aber ich zeige dir hier bei mir in meinen Videos immer ganz genau, worauf du achten musst. Und wenn du trotzdem irgendwie Fragen hast, dann komm einfach bei uns in die Community und frag dort nach. Also er pullt jetzt hier die Images, einmal natürlich den Caddy PostgreSQL, und den packt die dann. Und nachher, wenn alles geklappt hat, sollte er eigentlich Miniflux bereits unter meiner DynDNS-Domain bereitstellen und sogar mit Let's Encrypt ein Zertifikat für HTTPS bezogen haben. Da schauen wir gleich mal, ob das Ganze funktioniert. Jetzt erstellt er diesen Container, hier als erstes die Datenbank. Das ist eine PostgreSQL-Datenbank. Die baut er jetzt hier im Hintergrund für uns auf. Und die Daten liegen ja, wie angegeben, bei uns alle in diesem Miniflux-Verzeichnis drin. Hier siehst du jetzt auch in dem Log genau, was er da machen will. Hier versucht er jetzt eben dann gleich dieses SSL-Issuing zu machen. Certificate obtained successfully. Das heißt, er konnte das Zertifikat beziehen. Jetzt schauen wir doch mal, ob vielleicht unter tuxvis .mu.com ja schon unsere Applikation erreichbar ist. Und da siehst du, da ist Miniflux bereits am Laufen. Ich melde mich hier an mit Admin und mit dem Passwort, was ich vorher ja in der Datei, also in der Docker-Compose-Datei angegeben habe. Das ist jetzt erstmal Miniflux. So sieht das aus. Das ist wirklich sehr, sehr übersichtlich, einfach gehalten, sehr leichtgewichtig, die Applikation. Ich zeige dir jetzt mal ein paar Einstellungen, die du da vornehmen kannst. Und zwar gehe ich erstmal hier unter Settings, dann kann ich hier als allererstes zum Beispiel mal die Sprache auf Deutsch umstellen. Das mache ich mal. Hier musst du darauf achten, hier gibt es immer unterschiedliche Update-Knöpfe. Da klicke ich mal drauf und das Ganze ist dann schon in Deutsch. Dann gibt es hier noch weitere Einstellungen, zum Beispiel Einträge automatisch als gelesen markieren, das finde ich jetzt noch wichtig. Die Zeitzone könnte ich jetzt hier noch auf meine Zeitzone einstellen, das wäre bei mir Europa Zürich. Dann gibt es hier Standard Startseite ungelesen, Sortierung und Einträge, da stelle ich mir gerne ein, dass die neuen Einträge zuerst angezeigt werden.
Das musst du für dich rausfinden, was da für dich passt. Das Ganze kannst du natürlich auch über die Tastatur bedienen, dieses ganze System. Das geht wirklich sehr, sehr gut. Und hier über Abonnements kann ich jetzt hier einzelne RSS-Feeds hinzufügen. Da könnte ich jetzt sagen, Abonnement hinzufügen. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel hier diese URL von gnu-linux.ch mit diesem RSS-Feed hier tatsächlich einfach reinpasten und dann würde das dann hier schon angezeigt. Ich habe aber jetzt diese OPML-Datei aufgebaut und die möchte ich jetzt hier mal importieren, denn da sind gleich ganz, ganz viele Feeds drin und ich möchte die gerne alle hier drin haben. Also ich sage hier durchsuchen, sage hier meine RSS-Datei, RSS-Leo, importieren und habe jetzt diese ganzen Feeds hier schon drin. Dann kann ich jetzt im Hintergrund schon mal alle diese Feeds aktualisieren. Das läuft in Zukunft dann automatisch für dich und dann ruft er wirklich die ganzen neuen Beiträge für dich hier ab. Du kannst das Ganze auch multiuserfähig betreiben, also wenn du jetzt halt zum Beispiel für mehrere Menschen das als kleinen Dienst anbieten möchtest, dann kannst du hier in den Einstellungen einfach neue Benutzer anlegen und die dürfen sich dann hier auch anmelden und selber ihre Abonnements verwalten. Das ist natürlich eine ganz, ganz feine Sache. Und hier unter Ungelesen findest du jetzt tatsächlich diese ganzen Feeds. Also hier, das ist jetzt zum Beispiel Ubuntu Users, der Planet von Ubuntu Users, den ich da eingebaut habe. Und dann kann ich mir hier diese Artikel anschauen. Und du siehst jetzt hier, die meisten RSS-Feeds haben immer erstmal nur so eine Zusammenfassung, also einen kurzen Teaser, damit du dann nachher diesen Artikel auch aufrufen kannst. Also das wollen die natürlich. Die möchten, dass du dann hier den externen Link anklickst und dann da draufklickst. Und je nachdem, was jetzt zum Beispiel der Feed anbietet, kannst du dann hier auf den Punkt Herunterladen gehen und dann lädt er hier diesen gesamten Artikel für dich herunter. Und dann kannst du wirklich die Artikel genau hier in deinem Feedreader alle lesen und musst noch nicht mal auf die Webseite gehen. Wir freuen uns natürlich, wenn du auf die Webseite gnu-linux.ch gehst oder natürlich auch auf Spacefun. Dort biete ich aber keinen Feed. Und so kannst du das Ganze natürlich super einfach für dich aufbauen und dir deinen eigenen Feedreader hier zusammenstellen. Das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Probier es mal aus. Ich freue mich auf dein Feedback in den Kommentaren oder bei uns in der Community. Die findest du hier auf spacefun.ch und dann kannst du hier auf Community klicken und dann scannst du einfach diesen QR-Code oder klickst hier auf den Bereich Telegram. Denk daran, ich habe bei mir in YouTube auch einen Mitgliederbereich und viele Videos sind exklusiv für Mitglieder erhältlich. Also wenn du irgendwas suchst zu irgendeinem Thema rund um Linux, freie Software oder Self-Hosting, schau bei mir in dem Mitgliederbereich ein. Ich habe alles rund um Nextcloud, C-File, alles, was du dir vorstellen kannst, wirklich als Video schon mal gemacht und du kannst dir gerne auch eigene Videos bei uns in der Community wünschen und wenn ich Zeit finde, dann mache ich das sicherlich gerne. Ich freue mich auf deinen Besuch und bis bald. Tschüss.